Guten Morgen, den perfekten Partner finden oder an der Beziehung arbeiten. Ich möchte euch heute mal meine Erfahrungen zu diesem Thema mitteilen und ein bisschen Anregung schaffen dafür, wie ihr mit der Situation umgehen könnt. Die Frage ist, soll ich noch an meiner Beziehung arbeiten oder soll ich einen perfekteren Partner suchen? Als erstes muss man natürlich klären, in welchem Beziehungskonstrukt man ist. Man kann in einer monogamen Beziehung sein und man kann in einer offenen Liebe sein, man kann in einer freien Liebe sein, man kann in einer offenen Beziehung sein. Es gibt noch andere polyamore Konstrukte und das muss man dann schon erstmal unterscheiden. Also generell bei einer monogamen Beziehung ist es recht einfach. Da ist es so, dass man hat einen Partner und ja, dann arbeitet man so lange dran, wie man dann arbeitet und ja, und dann nimmt man dann eben den nächsten, also eine ganz normale lineare Verteilung hintereinander. Also im Ideal. Also oftmals ist ja auch so bei monogamen Beziehungen, dass da trotzdem was parallel läuft, aber rein vom Theoretischen her wäre es ja erstmal so. Da ist es so, dass man dadurch, dass es nicht wirklich einen perfekten Partner auch über die Lebenszeit hinweg gibt, dass man dann tatsächlich von Anfang an das Bewusstsein dafür hat, die Bewusstheit dafür hat, dass man an der Beziehung auch arbeiten muss. Sonst wechselt man ständig und irgendwann merkt man dann, es gibt keinen perfekten Partner. Es kann auch nicht sein, weil man selber verändert sich und der andere verändert sich auch. Und dass das immer im Gleichklang ist, ist sehr unwahrscheinlich. So, das ist bei monogamen Beziehungen so. Wie ist es denn bei offenen Konstrukten? Aus meiner Erfahrung ist es sehr, sehr wichtig, mit jedem Menschen, in dem du etwas initiierst, eine gewisse Basis zu finden, um, und damit meine ich Arbeit an dieser Beziehung, auch wenn es eine sehr kurze Beziehung ist, um das in irgendeiner Weise aufzuarbeiten, aufzulösen. Also nicht im Sinne von, dass die Beziehung aufgelöst wird, das kann natürlich auch sein, aber auch Gefühle, die damit verbunden sind. Und ich denke, das ist sehr wichtig. Das heißt, auch in einem offenen Konstrukt ist es wichtig, dass man an der Beziehung arbeitet. Ich glaube, den Fehler machen sehr, sehr viele Menschen am Anfang eines offenen Konstruktes, dass man sich, ja, dass man halt einfach überall float und sich auslebt. Und das ist eine reine Ego-Sache. Ja? Auch ausgelöst dadurch, dass man so lange in diesen Zwängen von gesellschaftlichen Konstrukten war und das ein normaler Prozess ist, genau wie ein Veganer am Anfang sehr häufig missionieren wird, so kommt irgendwann der Punkt, früher oder später, dass man erkennt, man muss an Beziehungen arbeiten. Auch an seiner Beziehung mit seinem Freund im Sinne von, wie ihr oder die meisten Menschen das verstehen, muss man arbeiten. An der Beziehung mit seinem Arbeitgeber muss man arbeiten. An der Beziehung auch mit seinen Eltern muss man auch arbeiten. Meiner Meinung nach. Das heißt, ich komme noch dazu, weil Arbeit ist oft negativ assoziiert. Ist eigentlich eine schöne Sache, das Arbeiten. Kommen wir noch dazu. So, wie ist das nun? Okay, wir haben das Bedürfnis und wir denken, okay, wir müssen generell an uns arbeiten. Also an uns, an der Beziehung, alles so, ich arbeite daran. Und dann ist man an dem Punkt zu sagen, okay, es gibt nicht den perfekten Partner, wir arbeiten an unserer Beziehung. So. Und in erster Linie arbeitet man ja selber an der Beziehung. Was der andere macht, das weiß man nicht. Und man stellt sich das dann so vor, man arbeitet an der Beziehung und hat so eine Idealvorstellung und ist in Frieden oder möchte den Frieden. Und ja, tut auch wirklich sehr viel dafür. Und man realisiert, okay, der andere arbeitet vielleicht nicht ganz so an der Beziehung, wie ich das tue. Oder arbeitet auf eine andere Weise, die ich vielleicht nicht so erkenne. So demütig sollte man auch sein, dass man vieles nicht erkennt. Und da hat man eine gewisse Erwartungshaltung, dass derjenige auch so arbeitet wie ich. Warum habe ich das so gemacht und er macht das nicht? Und dann entstehen Konflikte und Streit, obwohl man ja eigentlich daran arbeiten möchte. Das ist bizarr, oder? Vor allem, wenn beide auch daran arbeiten, auf ihre Art und Weise. Und dadurch entsteht halt aus einer friedvollen Hoffnung, aus dem Wunsch nach Frieden, entsteht oft eine Art Krieg, also Konflikte und Streit. Weil es einen Unterschied gibt zwischen den beiden Personen oder den drei oder den vier Personen. Und dann ist es ein wichtiger Punkt, zu realisieren und anzuerkennen, dass es nicht darum geht, nach gängigen gesellschaftlichen Maßstäben an einer Beziehung zu arbeiten, netter zu sein, mehr zuzuhören und so weiter, sondern den Unterschied zwischen den Menschen, zwischen der anderen Person und mir
den Unterschied anzuerkennen und zu akzeptieren in Frieden. Das anzunehmen, dass der Mensch anders ist. Das ist Beziehungsarbeit in erster Linie. Nicht konkret irgendwelche Dinge abzuarbeiten, sondern in erster Linie geht es darum, den Menschen anzunehmen, mit seinen Gefühlen, so ungerecht sie dir erscheinen mögen, aber diese Gefühle wirklich anzunehmen. Seine Realität, er fühlt sich schlecht behandelt, er fühlt sich ungerecht behandelt. Er fühlt, dass er viel mehr für die Beziehung tut als du, obwohl aus deiner Sicht das ganz anders sich darstellt. Und das ist wahre Beziehungsarbeit. Den anderen annehmen, ihm Raum geben, ihm nicht versuchen, deine Glocke überzustülpen, wie man an einer Beziehung zu arbeiten hat, sondern ihn anzunehmen. Und wenn man das beides verbindet, also zum einen erstmal die Notwendigkeit in jeglicher Beziehungsform, dass man an einer Beziehung arbeitet und dass man diese Arbeit in einer Form für sich selber begreift, die weniger was ist, was man jemandem überstülpt oder was man ein Konstrukt, sondern eher etwas annehmen und etwas sich auflösen, dann kommt man dann dazu, dass Beziehungen plötzlich ganz langfristig sind. Dass Beziehungen nicht heute so, morgen so, sondern sind Beziehungen, die langfristig sind, die langfristig wachsen. Wie eine Pflanze, die sich den widrigsten Witterungsbedingungen in der Umwelt stellen muss und Jahr für Jahr wächst. Wenn ich gerade so einen Baum sehe oder so ein Wildschwein, was in der Natur überleben muss, unter widrigsten Umständen. Jahr für Jahr arrangiert sich das immer mehr mit seiner Umwelt. Er lernt Dinge dazu. Oder er lernt sie halt eben nicht dazu und stirbt. Das ist halt in der Natur so. Und bei Beziehungen ist das dann eben auch so. Beziehungen sterben und da gibt es dann Menschen, die da wächst nichts. Ja? Das sind Menschen, die ewig einsam sind. Im Herzen. Und wenn man das schafft, dass man diese Annahme des anderen Menschen, auch wenn der ganz anders tickt, ganz anders fühlt, wenn man das schafft, dann werden die Beziehungen langfristig. Und langfristig heißt nicht, dass man jeden Tag miteinander Zeit verbringt. Man kann sie auch 10 Jahre nicht sehen, trotzdem ist die Beziehung langfristig. Dann ist man an dem Punkt, wo man wirklich so realisiert, dass die Arbeit, was man als Arbeit dann begreift, was häufig negativ belegt ist, auch aufgrund unserer Arbeit, um Geld zu verdienen, ja, die meisten sehen das als etwas Negatives an, dann ist es eine Erfüllung, dann ist es Notwendigkeit, dann ist es Praxis, das ist das, was wir tagtäglich tun. Wir sind aktiv, wir arbeiten an uns, wir arbeiten an unserer Nahrung, wir arbeiten an allem. Dafür sind wir da. Ohne Arbeit, ohne Tun, ohne Schaffen, egal ob körperlich oder geistig, haben wir keine Existenzberechtigung für die Natur. Das ist meine Überzeugung. Jemand, der den ganzen Tag da sitzt und meditiert, der arbeitet. Nur mal so, weil ich weiß ja, der eine oder andere tut Arbeit sehr, das ist immer wieder bei diesem finanziellen Konstrukt. Ja? Egal was er tut, aber initiativ etwas tun. Und wenn es das bewusste Annehmen der Dinge ist, indem ihr gar nichts tut, das kann eine bewusste Arbeit sein. Auch das ist möglich. Also ich möchte das bewusst weit halten, damit ihr nicht gleich wieder in gewisse Gedankenkonstrukte euch verrennt. Das ist auch sehr wichtig. Ja? Und dann entsteht so etwas wie eine wirkliche Unzufriedenheit, ein wirkliches Leid entsteht da nicht. Wenn ihr ständig am Arbeiten seid. Und ich verwende jetzt das erste Mal einen Begriff dafür, um das aufzulösen. Ich wollte es heute mal andersrum machen, indem ich nicht wie sonst zuerst den anderen Begriff und dann auf Arbeit referiere, sondern ich denke, es ist an der Zeit auch mal so ranzugehen und dass ihr auch in diesem Gefühl vielleicht von Abneigung und von Widerwillen wegen dem Wort Arbeit ist. Aber Arbeit ist gleich Bewusstleben. Arbeit ist gleich Bewusstleben. Aktivität ist Leben. Initiativ, der Creator eures Lebens zu sein, das ist wichtig. Und der Bogen ist jetzt sehr weit gespannt, das ist mir bewusst. Aber eine Beziehung ist ein
riesig großes Feld. Es gibt ganz viele Arten von Beziehungen. Zu den Eltern, zu den Freunden, zur Familie. Und dieser grundsätzliche Ansatz zu arbeiten, der ist genauso groß gespannt. Von daher passt das ganz gut. Und meine Intention heute ist, euch dazu zu inspirieren, diese Arbeit als bewusstes Leben zu sehen. Diese Arbeit an einer Beziehung, ein bewusstes Leben. Und das bringt euch auf eine andere Stufe der Zufriedenheit. Das heißt, eine Arbeit an Beziehungen ist etwas, was euer Leben schöner macht. Und nicht, weil die Beziehung dann schöner ist, sondern weil die Arbeit an sich, diese Aktivität existiert. Das ist das Entscheidende. Viele arbeiten darauf hin, dass der Partner so oder so ist oder dass die Beziehung so oder so ist. Da ist man dann wieder bei der Struktur, bei diesem Ziel, was man hat. Aber die Arbeit an sich, sich hinzusetzen und mit diesem anderen Menschen zu reden, ihn anzunehmen, ihn zu akzeptieren, eigene Ego-Konstrukte dabei zu überwinden, das ist das, was erfüllend ist. Und das ist eine unglaubliche, unglaubliche Weisheit, wenn ihr diese erlangt habt in eurem Leben. Ihr sitzt tagelang, wochenlang da mit eurem Partner und redet einfach nur, verdient kein Geld dabei, ja? Erschafft nichts im Sinne von, dass ihr irgendwie die Beziehung dann manifestiert habt auf eine andere Ebene in irgendeiner Form, sondern ihr seid in der Aktivität. Ihr habt eine grundsätzlich natürliche, ihr führt etwas aus, was grundsätzlich natürlich so gewollt ist. Ihr entwickelt euch. Ihr entwickelt die geistige Evolution. Mit jedem Gespräch, mit jeder Annahme, mit jeder Demut wird die Gesellschaft ein Stück reifer. Und irgendwann sind wir dann angekommen auf einem Planeten, wo mit Respekt und Demut und mit Liebe gegenüber jedem Lebewesen gelebt wird. Und Beziehungsarbeit ist ein wichtiger Punkt davon.